Wir kommen nun zu den Beschlussempfehlungen aus den Ausschüssen und ich schlage Ihnen vor, auf die Berichterstattung zu verzichten. Ich sehe Einvernehmen, dann verfahren wir so. Ich schlage Ihnen zudem vor, die Drucksache, nicht aber die Titel der Drucksache zu verlesen, um damit das Abstimmungsverfahren zu beschleunigen. Sind Sie mit dieser Vorgehensweise einverstanden? Auch hier sehe ich Nicken. Vielen Dank dafür. So rufe ich Tagesordnungspunkt 27 auf. Das ist der Antrag der AfD, Drucksache 232 aus 21 zu 43 aus 21. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das sind CDU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, die Freien Demokraten. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD und der fraktionslose Abgeordnete Herr. Wer enthält sich? Das ist der fraktionslose Abgeordnete Graf. Damit ist die Beschlussempfehlung mit den soeben genannten Stimmen angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 28. Das ist die Beschlussempfehlung und der Bericht zu dem Antrag von Fraktion der CDU und SPD, Drucksache 233 aus 21 zu 49 aus 21. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das sind CDU, SPD, der fraktionslose GAF. Wer stimmt dagegen? Das sind die Freien Demokraten und die AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Damit ist die Beschlussempfehlung so angenommen. Der fraktionslose Abgeordnete Herr enthält sich. Das notieren wir noch so. Vielen Dank dafür. Tagesordnungspunkt 35, das ist die Beschlussempfehlung und der Bericht aus dem Haushaltsausschuss, Vorlage des Rechnungshofes. Das ist die Drucksache 261 aus 21 zu 10.743 aus 20 zu 9.569 aus 20. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das sind die Fraktionen von CDU, von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der fraktionslose GAF. Wer stimmt dagegen? Das ist niemand. Wer enthält sich der Stimme? Das sind die Freien Demokraten, die AfD und der fraktionslose Abgeordnete Herr. Damit ist auch diese Beschlussempfehlung so angenommen. Tagesordnungspunkt 36, Beschlussempfehlung und Bericht aus dem Haushaltsausschuss. Das ist der Antrag der Landesregierung, Drucksache 262 aus 21 zu 11.549 aus 20. Ich bitte nun, zur Abstimmung zu kommen. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen kann, bitte ich ums Handzeichen. Das sind die Fraktionen CDU, SPD, Bündnis 90, die Grünen, die AfD und der fraktionslose Abgeordnete GAF. Wer stimmt dagegen? Und die Freien Demokraten. Dann machen wir das doch noch mal. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das ist die CDU, das sind die SPD, die Grünen, die Freien Demokraten, die AfD und jetzt auch beide fraktionslosen Abgeordneten. Damit ist die Beschlussempfehlung so angenommen. Tagesordnungspunkt 37. Ich bitte noch mal ein bisschen um Aufmerksamkeit. Das ist die Beschlussempfehlung und Bericht aus dem Haushaltsausschuss, Antrag Rechnungshof. Das ist die Drucksache 263 aus 21 zu 11.613 aus 20. Auch hier bitte ich darum, abzustimmen. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das sind CDU, SPD, Bündnis 90, die Grünen, die Freien Demokraten, die AfD und beide fraktionslosen Abgeordneten, also das ganze Haus damit angenommen. Tagesordnungspunkt 40,
Beschlussempfehlung und Bericht aus dem Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt, Antrag Fraktion der CDU und der SPD. Das ist die Drucksache 278 aus 21 zu 50 aus 21. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das sind CDU, SPD und die fraktionslosen Abgeordneten. Wer stimmt dagegen? Das sind Bündnis 90 die Grünen und die AfD. Wer enthält sich? Das sind die Freien Demokraten. Damit so angenommen. Tagesordnungspunkt 41, Beschlussempfehlung und Bericht aus dem Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt, dringlicher Antrag der Fraktion der AfD. Das ist die Drucksache 279 aus 21 zu 108 aus 21. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das sind CDU, SPD, Bündnis 90 die Grünen, die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Das ist die AfD und der fraktionslose Herr. Wer enthält sich? Das ist der fraktionslose Gaw. Damit also angenommen. Tagesordnungspunkt 42, Beschlussempfehlung und Bericht aus dem Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt, dringlicher Antrag Bündnis 90 die Grünen, Drucksache 280 aus 21 zu 109 aus 21. Wer stimmt zu? Das sind CDU, SPD, die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Das sind Bündnis 90 die Grünen. Wer enthält sich? Das sind die AfD und beide fraktionslosen Abgeordneten. Damit so angenommen. Tagesordnungspunkt 52, Beschlussempfehlung und Bericht aus dem Kulturpolitischen Ausschuss. Das ist ein Antrag Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Das ist die Drucksache 341 aus 21 zu 44 aus 21. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das sind CDU und SPD und der fraktionslose Gaw. Wer stimmt dagegen? Das sind Bündnis 90 die Grünen, die Freien Demokraten, die AfD und der fraktionslose Herr. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war jetzt ein Abstimmungsmarathon. Wir sind am Ende der heutigen Plenarsitzung angekommen. Ich möchte Sie noch mal kurz daran erinnern, dass heute Abend der Parlamentarische Abend des Fördervereins für unerkannte und seltene Erkrankungen ab 20 Uhr in der Eingangshalle und Ausstellungshalle hier im Hessischen Landtag stattfindet. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen früh. Die Sitzung ist geschlossen.